Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will zunächst das Bedauern darüber ausdrücken, dass wir keine getrennten Anhörungen haben durchsetzen können. Einmal zum BND-Gesetz und dann zum Gesetz zur Verbesserung der parlamentarischen Kontrolle. Es wäre wichtig gewesen, diese beiden Gesetzentwürfe auch separat zu diskutieren. Beide sind unwahrscheinlich wichtig, wurden jetzt hier vermengt und die parlamentarische Kontrolle kam aufgrund der Zeitbegrenzung deutlich zu kurz. Wenn wir das Revue passieren lassen, was uns die Sachverständigen jetzt gesagt haben, dann ist deutlich, dass es zwar richtig ist, dass man bestimmte Dinge jetzt gesetzlich regelt, es aber im Detail bei fast allen zentralen Punkten erhebliche rechtliche Bedenken gibt gegen die vorgeschlagenen Regelungen, die die Koalition plant, bis dahin, dass also in Größenordnungen auch verfassungsrechtliche Bedenken bestehen. Man braucht kein Prophet zu sein. Dieser Gesetzentwurf, was den BND anbelangt, wird vor dem Verfassungsgericht in Karlsruhe landen und er wird vermutlich dort auch kassiert werden, wenn die Koalition nicht noch deutliche Veränderungen vornimmt im Gesetzgebungsverfahren. Da bleibt es abzuwarten. Bisher haben wir erlebt, dass man das durchziehen will, dass man die Bedenken der Sachverständigen, auch den von jenen, die von der Koalition eingeladen worden sind, überhaupt nicht Rechnung trägt. Es würde mich wundern, wenn es diesmal anders sein sollte. Und natürlich weiß die Koalition, dass es für die Oppositionsfraktion keine Möglichkeit gibt, ein Normenkontrollverfahren einzuleiten. Dazu haben wir nicht ausreichend Stimmen im Bundestag. Und ich habe die Befürchtung, dass man jetzt ein verfassungswidriges Gesetz beschließt. Das lässt man dann 2 oder 3 Jahre laufen, wendet es an in Größenordnungen, wohl wissend, dass es hinterher vom Verfassungsgericht kassiert wird. Ich finde, das ist eine unverantwortliche Politik. So darf man mit dieser sensiblen Materie nicht umgehen. Und das sind mit Sicherheit die falschen Lehren aus den Veröffentlichungen von Edward Snowden und auch die falschen Konsequenzen aus dem NSA-Untersuchungsausschuss. Wir brauchen dort deutlich andere Regelungen, eine bessere parlamentarische Kontrolle. Und bis auf einen einzigen haben alle Sachverständigen gesagt, dieses unabhängige Gremium ist Unsinn, zersplittert die Kontrolle weiter und wird dann noch von der Regierung bestimmt. Das heißt, die Bundesregierung will sich ihre eigenen Kontrolleure aussuchen. Das ist mit uns definitiv nicht zu machen. Und ich hoffe, dass die SPD hier noch wenigstens an dieser Stelle die Traute hat, diese unsinnige Regelung wieder herauszunehmen aus dem Gesetz. Niemand braucht dieses unabhängige Gremium. Was wir brauchen, ist eine Stärkung der vorhandenen Kontrollgremien im Parlament. Und da ist die Kontrolle auch richtig aufgehoben. Wie bewerten Sie denn den Auftritt des ehemaligen Chefs des Bundesnachrichtendienstes so deutlich in Kritik und Kontrollgremium von Herr Schindler ist ja nun der einzige der Sachverständigen, der das parlamentarische Kontrollgremium von innen kennt. Und er weiß natürlich, wie hartnäckig man dort auch nachfragen kann und wie sehr auch er dort in der Bewegung war häufig. Und er sagt aber auch, eigentlich muss die Kompetenz beim parlamentarischen Kontrollgremium bleiben und nicht bei einem irgendwo angesiedelten unabhängigen Gremium. Das fand ich schon bemerkenswert. Auch seine Aussagen, was die generelle Notwendigkeit parlamentarischer Kontrolle angeht. Allerdings habe ich dann auch bei den letzten Sachverständigen mit großem Erstaunen festgestellt, dass er sagt, dass eben Oppositionsrechte eingeschränkt werden müssen und dass das wichtig sei in diesem Kontrollgremium. Und das sehen wir deutlich anders. Wenn es Gesetzesverstöße, wenn es Verfassungsbedenken gibt, dann muss jedes Mitglied des Kontrollgremiums die Gelegenheit haben, diese Dinge auch öffentlich zu machen. Da geht es nicht um die Details. Aber wenn die Verfassung gefährdet ist, dann muss ein Abgeordneter das Recht haben, das öffentlich zu sagen. Sonst läuft parlamentarische Kontrolle ins Leere. Und auch da haben wir ja Gesetzentwürfe der Opposition noch vorliegen, die wir jetzt mit einbringen werden. Aber wir kennen die Mehrheitsverhältnisse. Deshalb muss es nun darum gehen, in diesem Gesetzgebungsverfahren wenigstens die schlimmsten Patzer noch zu korrigieren. Und da muss man sehen, inwieweit die Koalition überhaupt gesprächsbereit und gesprächsfähig ist. Bisher haben wir da leider andere Erfahrungen gemacht und insofern hat es dann aber auch die Koalition zu verantworten, wenn das Gesetz am Ende als verfassungswidrig eingestuft wird. Nur die Bürgerrechte sind dann wieder über Jahre verletzt worden und das ist unserer Sicht nicht akzeptabel. Und wenn Sie sagen, es mit Ihnen nicht zu machen, was wollen Sie dagegen machen, so wie Sie die Gemengelage gerade beschreiben? Ja, wir haben doch unsere Entwürfe vorgelegt. Wir haben nicht nur gesagt, wir lehnen das ab, wir haben unsere Entwürfe vorgelegt im Bereich der parlamentarischen Kontrolle. Und wir werden natürlich im NSA-Untersuchungsausschuss unsere Schlussfolgerung ziehen aus dem, was wir dort gehört haben.
es ist ja inzwischen völlig unbestritten, dass dort über Jahre Recht und Gesetz, dass die Verfassung gebrochen worden ist. Und wir können unsere Formulierung dort nur aufschreiben, können unsere Position kenntlich machen. Wir haben keine Mehrheit im Moment, ein eigenes Gesetz für den BND durchzubringen. Aber man sieht natürlich an den Aussagen hier, wie schwierig Kontrolle überhaupt ist. Und das ist ja die Grundfrage, sind Geheimdienste überhaupt zu kontrollieren, parlamentarisch zu kontrollieren? Und nach dem, was wir im NSA-Untersuchungsausschuss erlebt haben, muss man da zumindest ernsthaft Zweifel anführen.